Hallo zusammen und willkommen. Du wünschst dir schönes, volles Haar? Verständlich, tolle Haare sind einfach ein Hingucker und werden in unserer Gesellschaft als Zeichen für Gesundheit und Vitalität gedeutet. Unangenehm also, wenn du bereits in frühen Jahren mit Haarausfall zu tun hast. Wir möchten dir in unserem heutigen Video eine völlig unkomplizierte und günstige Methode vorstellen, mit der auch deine Haare im Handumdrehen wieder nachwachsen können. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Beantworten wir zunächst die Frage, warum bekommen Menschen Haarausfall? Dass Haar im hohen Alter weniger wird, ist natürlich. Doch heutzutage klagen bereits Männer in ihren 20er Jahren über Haarausfall. Über 40 sind noch mehr Männer betroffen. Als Auslöser neben dem Alter gelten Stress, genetische Veranlagung, Krankheiten, hormonelle Störungen und eine ungesunde Lebensweise. Frauen sind zwar seltener betroffen, können aber durchaus auch zu Haarausfall neigen. Sie haben es besonders oft ab den Wechseljahren mit lichter werdendem Haar zu tun. Schuld sind die Hormone und ebenfalls zu viel Stress. Ein weiterer Faktor bei den Damen ist die Überpflege der Haare. Zu viel chemische Shampoos, Pflegemasken oder die ätzenden Haarfärbemittel können Haarwurzeln nachhaltig schädigen. Jugendsünden machen sich bei Frauen erst ab der Lebensmitte so richtig bemerkbar. Du hast dich jetzt in einer der beiden Beschreibungen erkannt? Dann schau unbedingt weiter, denn wir haben ein ganz einfaches Rezept, mit dem eine Frau innerhalb von nur einem Monat den Haarausfall komplett stoppen konnte. Bevor du nun gleich erfährst, wie auch du deinem Haarwachstum wieder auf die Sprünge helfen kannst, noch ein paar Worte zu kommerziell vermarkteten Haarwuchsmitteln. Wenn du schon Probleme mit lichter werdendem Haar hast, solltest du die Finger von weiteren chemischen Substanzen lassen. Noch immer unterschätzen Menschen, was sie sich täglich auf die Kopfhaut schmieren. In vielen Shampoos, Haarwässern und Tinkturen zur Anregung des Haarwachstums sind Substanzen enthalten, die auf deinem Kopf nicht zu suchen haben. Hier liegt die Verantwortung einzig und allein bei dir, dich für einen gesunden und vernünftigen Lebensstil zu entscheiden. Deine Haare werden es dir danken. Während der Anwendung unserer Mischung solltest du auf Haarfärben und alle künstlichen Substanzen auf dem Kopf verzichten. Am besten investierst du ergänzend Geld in ein richtig gutes und verträgliches Bio-Haarwaschmittel. Jetzt aber zu unserem Wunderrezept. Du brauchst für dieses zu 100% natürliches Haarwuchsmittel eine Banane, ein Ei, einen Esslöffel Honig und eine halbe Tasse Schwarzbier. Die Zubereitung und Anwendung des Haarwuchsmittels ist denkbar einfach. Du gibst alles zusammen in einen Mixer, bis sich eine schön gleichmäßige und leicht zähflüssige Masse gebildet hat. Ab auf den Kopf damit und schön ebenmäßig verteilen. Deine Haare kannst du vorher leicht anfeuchten, nass und gewaschen sollten sie aber nicht sein. Wenn du kurz vorher silikonhaltige Pflegemittel oder Kuren angewendet hast, schließen diese Substanzen die Poren der Haare und das Haarwuchsmittel bleibt leider wirkungslos. Behandle unbedingt den ganzen Kopf und nicht nur kahle oder lichter werdende Stellen. Unser Rezept kostet dich jetzt nur noch etwas Geduld. Lass die Mischung 1-2 Stunden einwirken und decke deinen Kopf so lange mit einem Handtuch ab. Die Mischung sollte während der Einwirkzeit nicht austrocknen. Danach spülst du deine Haare ganz normal mit lauwarmem Wasser aus. Das Beste daran? Es reicht völlig aus, wenn du diese Prozedur einen Monat lang nur einmal pro Woche wiederholst. Was aber wirkt denn da so besonders? Jetzt verraten wir dir noch, was an diesen Zutaten gut für dein Haarwachstum ist. In Bananen ist ein ganz bestimmter Zucker enthalten, der sich direkt auf das Haarwachstum auswirkt. Dazu liefern sie dem Körper die Aminosäure Tryptophan. Die macht nicht nur schöne Haare, sondern sorgt gegessen auch dafür, dass du glücklich und zufrieden bist. Proteine und Enzyme im Honig verfeinern die Haarstruktur und regen Haarwurzeln zu erneuter Produktion von Kreatin und Haarsubstanz an. Schwarzbier liefert organische Säuren, Mineralsalze, B-Vitamine und Flavonoide. Wichtig ist, dass du Schwarzbier und kein anderes nimmst. Ein ungefiltertes Schwarzbier kann den Effekt sogar noch verstärken. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Ausprobieren und noch mehr Freude mit dem neuen Haupthaar. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.